hier gerade selber mit der 10. Folge von Half-Life Blue Shift. Oh, das stimmt direkt auf. Auf, ich trinke. Eieiei. Ja. Ja. Also einmal habe ich zumindest mal getroffen, nachdem ich dreimal daneben geschossen. Rein. Und noch ein. Oh Gott. Oh Gott, ich sehe das Fahnenkreuz nicht richtig. Alter, ich schieße aber auch so richtig daneben. Okay, Moment, Moment, Moment. Okay, jetzt. Oh, da ist noch einer. Ich habe noch zwei Schuss. Ach, das war dieses Ding. Oh, cool. Komm, davon habe ich auch noch genug Schuss. Warum? Das sind schon ein bisschen die Immersion, dass die überhaupt nicht reagieren teilweise. Ich muss das echt nochmal. Also ich weiß nicht, ob ich das. Vielleicht mache ich das nochmal. Ja, mal schauen, mal schauen. Ich höre einfach mal rüber. Gut, dass ich gespeichert habe. Kann man die eigentlich hier entledigen? Habe ich halt nie versucht. Okay. Okay, da ist eh nichts. Na, nimm auf. Munition, ich meine ganz viel. So langsam wird es ein bisschen kritisch. Und was ich mal anmerken darf, ich liebe diesen komischen, also diesen Schallton, der hier so entsteht. Das ist so genial. Dass das, was ich an Half-Life Blue Shift so sehr geliebt habe. Come on. Oh Gott. Können Sie mich hören, Herr Müller? Machen Sie mich ein. Die Teleportverladung total nicht das Ende zu. Nein. Ich nehme mal das hier. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Am Limit. Können Sie mich hören, Kalu? Sie müssen sich beeilen. Die Teleporterladung neigt sich dem Ende.
gute Arbeit, Mr. Kalu. Wir hatten uns schon langsam Sorgen gemacht, als Sie so lange nicht zurückkamen. Aber wie es scheint, haben Sie es geschafft, das Gerät in Gang zu setzen. Das Signal, das wir erhalten, ist sehr stark. Nur habe ich leider eine schlechte Nachricht. Die Energiereserven haben gerade ausgereicht, um das Feld für Ihre Reise in die Grenzwelt zu öffnen. Wenn wir den Teleporter lange genug offen halten wollen, um einen sicheren Ausgangspunkt zu berechnen und genug Zeit zu haben, um alle durchzuschleusen, wird jemand in den unteren Level gehen müssen, um eine neue Energiezelle zu besorgen. Ein paar unserer Kollegen sind vor einer Weile runtergegangen, aber wir haben seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Ich befürchte das Schlimmste. Ich sage Ihnen das ja nur ungern, aber wenn nicht jemand nach unten geht, wird es keiner von uns lebend hier rausschaffen. Abgesehen davon haben Sie die beste Ausrüstung, um mit möglichen Gefahren fertig zu werden. Hier, ich bringe Sie zum Zugangslift, der zum Energiegenerator führt. Folgen Sie mir. Danke. Ich habe jetzt gar nicht mehr zugehört, weil ich eigentlich nur durch wollte und leben wollen wollte. Where is life? Hier ist life. Ach, stimmt, ich bin ja kein Wissenschaftler und kann das nicht bedienen. Okay. Ich halte das nicht für gesund. Also dann, da unten sind die alten Energiegeneratoren, die früher diese Labore gespeist haben. Sie sollten das, was wir brauchen, dort unten finden. Sobald Sie eine neue Energiezelle gefunden haben, sollten Sie prüfen, ob sie geladen ist und sie dann über den Lastenaufzug nach oben schicken. Viel Glück! Okay, wir müssen Zeug besorgen. Ganz offen. Oh, cool. Power Struggle. Das nochmal auf schwer, da muss ich aber ein anderes Aufnahmeprogramm nutzen, weil das funktioniert hier mit irgendwie nicht ordentlich. Ich versuche nochmal das irgendwie ganz zu bekommen, aber es hat irgendwie nicht ordentlich. Ja, das hat wegen der Pixelgröße nicht funktioniert gehabt. Also die alte Version, die funktioniert irgendwie mit der Pixelgröße nicht und deswegen kann ich es nicht benutzen. Deswegen muss ich jetzt auf die Steam-Version übergreifen. Ihr seht ja, dass es hier ein paar Probleme gibt, deswegen. Ach hier. Ah, guten Appetit. Aber die neuen Sounds sind auch schon irgendwie cool, aber trotzdem würde ich gerne wieder so richtig Retro haben. Problem ist nur, ich habe das irgendwie ein bisschen verändert. Ich will zeigen. Ich werde hier nachmachen. Definitiv. Okay. Hier kann man noch nicht durch. Man sieht warum. Wir müssen erstmal hoch. Ist schon in Ordnung. Ich kümmere mich. Diese Dinger, sie sind überall. Wir müssen hier raus! Reißen Sie sich zusammen! Wenn wir die Energiezelle nicht aufladen können, gehen wir alle hops! Hey! Achtung! Ah, los, ah, raus! Sowas finde ich schade. In egal welchem Spiel, dass man bei solchen Situationen nicht eingreifen kann. Ich verstehe, warum, weil man soll, also das ist ja quasi das Ziel, dass man da hinkommt, aber irgendwie mag ich sowas nicht. Ich will halt selbst die Freiheit haben, die Leute retten zu können, aber das ist mir halt nicht gegeben. Ich verstehe. Ich glaube, jetzt kann ich das immer mal nutzen. Ich will jetzt noch nicht abspeichern, sicher. Musik! Was das? Warum war das so lange?
wir ein bisschen Leben. Auch sehr gut. Sorry, ich gehe mal kurz hier wieder hin. Ne? Okay. Alles klar. Gut, dass dies geklärt ist. Zabam. Wie viele denn noch? Meine Güte. So war. Okay, die Granate habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich glaube nicht. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ah, diesmal wird es auch mal ein bisschen knapp mit dem Leben. Das ist cool. Okay, wir müssen hier erst Autos aktivieren. Ich erinnere mich, dass wir noch ein leichtes Rätsel bekommen, aber das ist so simpel. Das geht auch so. Lass mich mal jetzt auf. Ich weiß nicht, ob mir was. Ob es mir was bringt, wenn ich jetzt hochgehe. Okay, cool. Das war vollkommen umsonst. Aber wir haben auch nicht wirklich viel verloren, aber das schon. Ich nehme das hier. Gut. Ah, schaut, das sind 100. Ah, nicht das. Ah, gefällt mir nicht. Oh Gott, wo ist das beim letzten Mal? Ah, das geht eigentlich. Oh, Moment.
Das wird keiner schaffen. Okay, dann muss ich kaschen. Das auf 100%, das nicht. Ich lade gerade mal kurz nochmal nach. Das ist so schön entspannt immer. Okay. Das war's erstmal von der 10. Folge von. Von Half-Life Blue Shift. Lange ist es nicht. Ich kann nicht mehr normal reden. Dies war es erstmal von der 10. Folge von Half-Life Blue Shift. Es ist nicht mehr weit. Es ist definitiv nicht mehr weit. Also, es kommt jetzt noch ein paar Gegner, ein paar Rätsel. Und dann ist das Finale gar nicht mehr weit. Also, ein paar Überraschungen werden vielleicht noch kommen, aber das. Wie gesagt, ich werde das jetzt mit einem Rutsch schaffen. Ja, wer weiß, vielleicht mache ich heute dann noch die erste Hälfte für einen schwierigen Part, weil irgendwie war das jetzt nicht genug für mich. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, euer Dark Saber. Bis dann.